setzen jetzt hier eine Editiermarke und ich würde euch gerne Nathanael Rubin vorstellen. Er war letztes Jahr schon hier mit einem Vortrag und dieses Jahr zeigt er, dass es die Schuld der Sprache ist und nicht die des Programmierers. Also hier, los geht's. Er arbeitet für Parameter X in Tel Aviv. Viel Spaß. Vielen Dank. Letztes Jahr stand ich hier auf der Bühne und ich habe über sehr viele der nicht wirklich durchdachten Perl-Features geredet. Ich habe Rückmeldungen von der Community gehalten, aber was ein Großteil, was die Perl-Community gemacht hat, ist, dass die Kritik wurde zurückgewiesen und dass all die Fehler, die ich gefunden hatte, nur Improvements waren und dass das noch nicht benutzt wurde, sondern deswegen mache ich jetzt hier diesen Vortrag. Das Kamel schlägt zurück. Thank you. Und diesmal hoffe ich, dass ich besser bei der Community ankomme. Beim letzten Vortrag habe ich gezeigt, dass diese Ausdrücke in sehr komischen Wegen benutzt werden können. Außerdem habe ich gezeigt, wie CGI-Parameter man direkt aus User-Input generieren kann. Außerdem habe ich gezeigt, dass wenn man die zwei kombiniert, Scheiße passiert. Aber das wirklich Interessante war, dass die Antwort der Perl-Monks, die Perl-Community, die Perl-Community hat sehr lange darüber diskutiert. Die Diskussion wurde gestartet mit schlechten Nachrichten aus Deutschland. Nach einer sehr, sehr langen Diskussion kamen sie zu dem Schluss, dass mein Vortrag, dass man auf den Vortrag pissen sollte und dass er scheiße war. Außerdem meinten sie, dass ich nur ein Script-Kiddy bin, der zu anderen Script-Kiddies predigt. Und dass diese Script-Kiddies einer heterogenen Gruppe angehören, die sich als chaotische Punks sehen, welche sich gerne in dem Hollywood-Hacker-Image sehen. Über was reden die denn? Wir haben kein Hacker-Image. Aber egal. Es wurde wirklich surreal, weil an einem Punkt haben sie sogar die Benutzung der Kamelbilder kritisiert. Also die Propaganda der Kamelbilder. Aber egal. Sie haben einfach den ganzen Vortrag abgelehnt, obwohl die technischen Punkte richtig waren. Einfach aufgrund der Witze und der Kamelbilder. Aber sie fühlten sich wirklich, wirklich verletzt und brachten schlechte Erklärungen, warum Perl nicht schlecht ist. Und diese schlechten Ausreden wurden immer und immer wiederholt. Und ich sollte das scheiß Handbuch lesen. Anscheinend, das ist komisch, weil ich war anscheinend der Einzige, der das getan hat. Und das Zweite war, dass ich das alte Perl benutze und nicht das neue, moderne Perl. Erinnert euch an diese zwei Punkte, wenn ich sie in der Präsentation erwähne. Fangen wir an mit dem neuen Wahnsinn. Perl erlaubt es, Variablen zu deklarieren, ohne ihren Datentyp anzugeben. Natürlich existiert diese Funktion in verschiedenen Programmiersprachen, aber
Wie immer macht Perl es auf einem ganz anderen Level. Es entfernt die komplette Datentyp-Deklaration von den Argumenten, wie man hier sehen kann. Hier sieht man zwei verschiedene Deklarationen, ohne zu wissen, welchen Datentyp diese haben. Man kann sich nicht aussuchen, welchen Datentyp diese haben sollen. Man kann auch nicht spezifizieren, welchen Datentyp man erwartet. Wenn ich also eine... Wenn ich eine Funktion habe, die nur mit Strings arbeiten kann, kann ich das aber nicht in der Deklaration definieren. In Perl ist das sehr normal, zwei komplett verschiedene Blocks Code zu schreiben, damit einer zum Beispiel Strings behandeln kann und der andere Sachen wie Arrays oder Hashes. Das heißt, man soll sozusagen mehrmals Code schreiben für dieselbe Funktion, weil es in Perl nicht anders geht, und das ist traurig. Man sollte nicht redundanten Code schreiben müssen, weil man sollte nicht entscheiden müssen, welche Cases man nicht behandeln muss, will. But unlike Perl, writing redundant code to cover that up is definitely not the standard. Um in Perl, so traurig das auch ist, ist diese Konvention noch nicht gefährlich. Gefährlich wird es dann, wenn Hashes und Arrays sicher genannt werden. Vor allem deshalb, weil sie durch User-Input generiert werden können. Damit entsteht dann derart von Code, wo, wenn das Funktionsargument ein Hash ist, wird es unescaped in Funktionen benutzt. Vor allem Hashes werden als sehr sicher angesehen. Hashkeys are not tainted, meaning that weil Hashkeys nicht tainted sein können. Deswegen denkt man, sie können immer noch in Secure Functions benutzt werden. Anders als andere Datentypen. Diese Art von Code kommt oft in Code vor. Aber diese Art von Code macht dein Code ausnutzbar, exploitable. And we know developers treat hashes and arrays as secure data types, inserting their values into dangerous functions. But this practice isn't something. Aber diese Praxis wird nur in redundantem Code verwendet, und type of developing, even now, it is the natural way to code. Sogar heutzutage ist es das die normale Art und Weise, wie man coden soll. Und das ist ein echtes Problem. Perl ist wie eine Pumpgun mit einem Knopf, und so jetzt wissen wir, dass es irgendwie schafft, diese sicheren Datentypen mit unseren Eingaben zu exploiten. Also die einzige Frage, die übrig bleibt, ist, was wollen wir ausnutzen? Und das ist natürlich mal wieder Bugzilla. Wie jedes Build-Projekt benutzt Bugzilla sehr viele Funktionen, die skalare und nicht skalare Argumente gleich benutzt. Diese Funktion ist dafür verantwortlich, um Objekte aus der Datenbank zu laden. In diesem Fall, es behandelt Skalare, in diesem Fall Hashes, wirklich also sehr unterschiedlich. Wenn es ein Hash ist, fügt Bugzilla das Ganze in ein SQL-Statement an, ohne SQL-Escaping. Also es, weil Hashes secure sind und wenn das Ganze ein Skalar ist, wird das Ganze zu einem Integer konvertiert und verwendet das Ganze dann in einem SQL-Statement. Das Nicht-Skalare, also der Hash, der sicher
der als sicher bewertet wurde, wird nicht escaped. Also, wenn wir jetzt den Parameter kontrollieren könnten, könnten wir einen SQL-Injection-Angriff führen. Aber der CGI-Input erlaubt uns nicht, einen Hash zu erstellen. Aber das ganze Perl-Sicherheitsmodell ist darauf gebaut, dass das nicht geht. Aber das Problem ist, dass Entwickler davon ausgehen, dass CGI die einzige Eingabemethode ist. So wie wir. Aber CGI ist nicht die einzige Eingabemethode. Und weil die Bugzilla-Entwickler vergessen haben, dass man auch XML und JSON eingeben kann, die beide nicht skalare Datentypen unterstützen. Aber ich sage nicht, dass sie schuld sind, weil sie vergessen haben, dass es mehr Möglichkeiten gibt als nur User Input. Tut mir leid, ich mache einfach weiter. Wenn wir eine der RPCs benutzen mit einem gefährlichen Hash anstatt einem normalen Parameter, wir können eine SQL-Injection machen. Also können wir über die JSON-Schnittstelle so einen Angriff führen. Also wenn man so eine Anfrage schickt, anstatt von dem Hash können wir hier alles reinschicken, was wir wollen. Und damit können wir die ganze Datenbank kompromittieren. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann erkennt man, dass das nicht eine wirkliche Sicherheitslücke ist. Also nicht keine schwierige. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Eingabedatentyp geändert von Skalar auf zu einem Hash und das System ist kompromittiert. Es ist so stark auf der Annahme gebaut, dass Hashes sicher sind, dass ich fast ganzen Zugriff hatte. Das Lustige ist, obwohl es so einfach ist, gibt es diesen Angriff seit 5 Jahren. Also, damit haben wir gezeigt, dass dieses Unknown Argument Type eine riesige Fehlerquelle ist. Dass wenn wir im selben Code verschiedene Datentypen handhaben, dass es verschiedene as secure just because they suppose they can be created by the user is very very bad just ask Bugzilla. Fragt einfach Bugzilla. Aber das eigentlich Schlimme ist, dass der Perl Standard ist. Man erwartet nicht, dass ihr es benutzt, sondern man muss es benutzen. Das ist einfach nur ein Sicherheitshaufen von Schrott und ist Teil der Sprache. Das Problem ist, dass nicht skalare Datentypen, dass man sich nicht auf nicht skalare Datentypen verlassen kann. Wir können auch keine normalen Datentypen, wir können keine Datentypen erstellen mit normalem Nutzerinput. Naja, wobei. Wir können natürlich das CGI-Modul uns ein bisschen genauer angucken. Also in diesem Szenario gucken wir uns dem Foo-Parameter wird der Wert bar übergeben. In diesem Fall wird ein Skalar erstellt in jedem der CGI-Module. Aber was passiert, wenn man anstatt anstatt eines Wertes mehrere Werte überträgt? Naja, das ist ein bisschen komplizierter. Im CGI-Parametern wird daraus eine Liste von Skalaren erstellt. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was das neue Perl daraus macht. Wir werden sehen, dass beide von denen ergeben
Arrays zurück. Arrays. What? I thought you can't create this kind of data types with regular input. Ich habe gedacht, solche Sachen konnte man nicht mit normalen User-Input erstellen, weil die anscheinend sicher sein sollen. Also, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, in diesem Parameter eine Datei hochzuladen? Naja, jetzt passieren wirklich komische Sachen. Weil jetzt, jetzt werden Sachen wirklich komische. Der normale CGI-Parameter gibt einen Teil-Deskriptor zurück. Und die neuen Perl-Methoden geben... Wir haben gerade das bekannteste Bildprojekt in der Welt exploited, nur weil sie davon ausgehen, dass Hashes sicher sind. Und das ganze Sicherheitssystem ist auf diese Annahme gebaut, dass man nicht skalare Datentypen nicht erstellen kann. Diese Eigenschaften sind Features, also keine Bugs, sondern Features. In the same. Jetzt machen wir einen Upload-Request mit mehreren Files in einem Parameter. Jetzt wird es wirklich lächerlich. Jetzt gibt CGIPM eine Liste von File-Deskriptoren zurück, eine Liste von Hashes, sogar ein Array von Objects. Was? Almost any Perl project in the world. Fast jedes Bildprojekt in der Welt benutzt eines dieser Module, um CGI-Input zu parsen. Denk nur darüber nach, wie viele Entwickler davon ausgingen, von den gleichen Annahmen ausgingen wie Baxilla und dachten, dass sie mit Secure Data Types zu tun haben. Wenn du also CGIPM benutzt, dann kriegst du statt der erwarteten Skalarwerte eine Liste von Deskriptoren oder wenn du Catalyst benutzt, sogar ein Scala, ein Array, ein Hash oder eine Liste. Also im Prinzip eigentlich alles. So expecting your function, yeah. So expecting your function. Also wenn man davon ausgeht, dass ein Funktionsargument einen speziellen Datentyp annimmt, das ist falsch. Es ist ein Fehler, anzunehmen, dass Hashes oder Arrays sicher wären. Es ist falsch, davon auszugehen, dass nur Scaler als Input kommen. Das ist sehr falsch sogar. Ehrlich gesagt, also überhaupt irgendwas zu erwarten in Perl ist der Fehler. You just can't expect anything. Man kann einfach sich auf gar nichts verlassen. Sogar die total grundlegenden Dinge, wie den Datentyp, aus dem ein Wert gemacht ist, weiß man nicht, kennt man nicht. Ich hatte das Gefühl, dass alle diese Punkte vielleicht unbemerkt bleiben, wenn man nicht ein Beispiel gibt der Absurdität von Perl. Hier haben wir jetzt ein Extrembeispiel, was zeigen wird, wie krass kaputt Perl wirklich ist. Und das ist es. Und das Einzige, was diese Code macht, ist den Inhalt der Datei anzuzeigen und das Ganze hochzuladen. Um zu zeigen, wie einfach er ist, werde ich jede Zeile erklären. Also die erste Zeile erstellt nur eine neue CGI-Instanz, damit wir die Datei vom Nutzer bekommen. Die zweite Zeile schaut, ob das Ganze in dem Upload-Parameter steht. Die dritte Zeile holt den Deskriptor von dem CGI und das die vierte geht durch die Datei durch und das fünfte gibt das Ganze aus. Also nochmal, der Code, das Einzige, was er macht, ist das Ganze hochladen und das Ganze anzuzeigen. Also der Nutzer hat eine Datei hochgeladen und der Server gibt nur das Ganze zurück. Es zeigt nur den Inhalt an. Es gibt nichts in dem Code. Es beinhaltet nur 5 Zeilen, aber
Trotzdem, Demozeit. Glaubt mir, ihr müsst den Text nicht sehen. Wenn ich eine normale Anfrage schicke, dann passiert nichts. Und ihr seht nicht, was ich mache. Moment, hier, jetzt. Also, wir müssen nur... Ich schicke nur eine normale Anfrage, nichts passiert. Ihr könnt den Text sehen, aber... Und wenn ich jetzt meine bösartige Anfrage schicke, was Interessantes wird passieren. Schaut genau hin. Seid ihr fertig? Ja? Ah, ihr habt es nicht gesehen, es ist auf dem anderen Bildschirm. I'll magnify you. Ich werde euch vergrößern. Also, jetzt. Jetzt schaut genau hin. Was war das? Let's see it again. Nochmal. Yep. Just a second. Nur einen Moment. Nice. Hier. Also, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was zum Teufel habe ich gerade gesehen? War das gerade eine Konsole? Und die Antwort darauf ist ja. Ja. Ja, es war's. Es war der IP-Config, die IP-Config-Ausgabe. Also was ihr praktisch gesehen habt, ist, dass ich gerade diese 5 Zeilen mit einer Remote Code Execution ausgenutzt habe. Ich denke, es ist mal Zeit, euch das zu erklären. Die erste Zeile sollte ja kontrollieren, sollte anstelle von dem, was hochgeladen ist, es schaut genau nach, ob eins dieser Werte ein Datei-Descriptor ist. Anstelle zu schauen, ob es nur eine Datei ist, guckt es stattdessen, ob ein Teil davon eine Datei ist. And bypass that check. Also es funktioniert immer noch, wenn man ein Skalar dazulegt und dann schlägt der Check fehl. Nanu. Creative fellows, those guys, huh? Wirklich kreative Typen. Jetzt geben wir dem File-Parameter sowohl ein normales File als auch ein Skalar. Was passiert denn, wenn wir jetzt den File-Parameter uns holen? Normalerweise sollte der abgeloadete File-Descriptor zurückgebracht werden. Aber jetzt geben wir einen anderen Wert mit dazu. Und Param gibt dann jetzt eine ganze Liste zurück mit allen Parameterwerten, inklusive dem Skalar. Da können jetzt sogar 2 Werte drinstecken, nicht wahr? Also jetzt wird die zurückgegebene Liste nicht in ein Array konvertiert, sondern stattdessen gibt Perl nur das erste Element zurück. Wenn wir jetzt also unseren Skalarwert als erstes schicken, dann wird dem File unser Scaler zugewiesen, statt den File-Descriptor. Das heißt, das File ist jetzt plötzlich ein String. Was passiert jetzt also mit diesem Operator, wenn wir einen String statt einem File-Descriptor verwenden? Naja, also der Klammeroperator funktioniert nur mit File-Deskriptoren, nicht mit Strings. Das scheint wahr zu sein, außer wenn der String argv ist. That's not the crazy part. In that case, in diesem Fall wird der Klammeroperator durch alle Skriptargumente durchgehen
die jetzt alle von einem Query String kommen, nicht von der Kommandozeile, und gibt die alle in einen Open Call weiter. Ja, das könnte ja auch mal Sinn machen vielleicht, nicht? Also was das alles bedeutet ist, dass statt dass das abgeloadete File displayed wird, kann man jetzt einfach jedes File auf dem Server anzeigen lassen. Aber damit hören wir noch nicht auf, denn wir haben noch keinen Code ausgeführt. Um Code auszuführen, müssen wir uns die Open Function anschauen. Das, wir erinnern uns, das ist die Funktion, die mit den Argumenten aufgerufen wird, die wir übergeben haben. Open gibt öffnet einen File-Descriptor zu einem bestimmten File. Außer wenn ein Pipe-Buchstabe am Ende dranhängt, dann wird das File nämlich nicht geöffnet, sondern ausgeführt. Und dann wird das plötzlich ein Execute-Call. Containing our uploaded file, the argv malicious scalar value and the ip also, followed by a pipe. Wenn wir jetzt das machen, dann kriegen wir das hier. Wir haben ip-config ausgeführt. Was zum Teufel? Ich weiß schon, es hat mich auch schockiert. I'm not done yet. Aber ich bin noch nicht fertig. Also in Wirklichkeit habe ich diesen Code gar nicht geschrieben. Erinnert ihr euch, dass die Perl Monks mir erzählt haben, ich sollte ihr verdammtes Manual lesen? Da kam der Code her. Das ist in der offiziellen CGI-Dokumentation drin. Aber ich möchte jetzt nicht die Entwickler von CGI-PM blamen. Auch nicht die, die aus den Beispielen kopieren. Ich meine, schließlich, wer hätte das wissen können, dass man diesen Code so ausnutzen kann, dass dieser Code so arbeitet? Es gibt keine Exec-Calls. Das File wird nirgendwo gesaved, nirgendwo abgespeichert. Wir benutzen nur Print. Das Einzige, was hier das Ganze durcheinander macht, ist die Perl-Sprache selber. Perl ist tot. Perl ist die Sprache, die still das Ganze in eine Liste expandiert. Es mischt die Datentypen und es führt User-Input aus. Und damit ist Perl gefährlich, schlecht, und man sollte aufhören, Perl zu benutzen. Thank you. Vielen Dank. So I guess we have some time for questions. Aber also ich denke mal, wir haben Zeit für Fragen, vielleicht. Und ich denke mir, dass wir sicherlich Fragen haben werden. Bitte redet in die Mikrofone, sonst kann man euch nicht auf dem Stream hören. Und natürlich haben wir Fragen aus dem Internet. Natürlich haben wir die. Aber bevor wir zu den technischen Fragen kommen, will der Chat wissen, was mit den Kamelen auf sich hat und warum sie überall im Talk waren. Sie wollen wissen, ob es eine Liste von diesen Kamelbildern gibt. Ich denke mal, Google hat es. Sucht einfach Kamele. Als erste Frage will Opel wissen, ob man mitnehmen soll, dass die
Perl-Benutzer nicht mehr Standard-Input benutzen sollen, sondern stattdessen etwas anderes benutzen sollen? Das ist eine gute Frage. Was man hier mitnehmen sollte, ist... Also was man hier mitnehmen sollte, naja, wie soll ich das denn sagen? Ich denke, ich habe dafür eine Folie. Irgendwo. Jetzt meine Folie weg. Don't worry. Kein Problem. Hier ist sie. But really, wirklich, was man eh niemals machen sollte, ist, dem Nutzer-Input zu vertrauen. Das Problem ist, dass man von dem, was ich gesehen habe, dass man Hashes und Arrays immer als sicher ansieht, weil die anscheinend nicht von Nutzer-Input erstellt werden können. Aber wenn man erwartet, dass der Nutzer-Input einen Skalar oder ein String ist oder einen Hash bekommt, und man bekommt stattdessen und man wird davon verwirrt und man kann immer in der Furcht leben, dass man nicht weiß, welchen Datentyp man versucht hier zu handhaben. Und deswegen ist das immer gefährlich. Aber und nicht seinen Arrays zu vertrauen oder seinen Hashes nicht zu vertrauen. Was ist das Nächste? Man vertraut seinem Code nicht. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwas vertrauen kann. Und wenn Perl-Code schreibt, wird das Ganze von solchen Sachen angegriffen. Und jedes dieser Sachen ist ein Problem. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Neben der Folie. Jetzt zum Mikrofon 1. Erstmal danke, dass Sie uns die Augen geöffnet haben. Er benutzt Perl zum Kochen. Er ist neu. I can say I'm not guilty of that. Er ist nicht schuldig, dass er schon mal hier war. Er denkt, dass Kochen ein bisschen ist wie Kochen mit seiner Mutter und manchmal schmeißt er etwas rein und manchmal schmeißt seine Mutter etwas rein und das Einzige, was man machen kann, ist probieren, was dabei rauskommt. Und vielleicht hat er recht, dass Perl eine Sprache ist, bei der man nicht wirklich weiß, was am Ende rauskommt. Das heißt, wenn man das richtige Ergebnis kommt, dann, wenn man eine professionelle Web-Anwendung hat, dann kann man damit lustige Sachen machen und dafür sei es eine perfekte Sprache. Ich denke, also ich gebe dir da vollkommen recht, Perl ist mit Sicherheit sehr, sehr lustig. Also zum Mikrofon 2. Wurde er bedroht, als er mit der Perl-Community geredet hat? Also ob sein Leben bedroht wurde? Ja, auf jeden Fall. Ich bekomme immer noch Hassmails. Ich lebe in Angst. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich dir für diesen wundervollen Vortrag halte. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Du sprachst über Perl 5, denke ich. Vielleicht wissen manche von euch, dass dieses Weihnachten... Also morgen wird Ingo Blechschmidt eine Rede über Perl 6 halten und wie es alles besser macht und warum wir es alle benutzen sollten. Und es scheißt auch Regenbogen. Meine personelle Meinung dazu ist, dass Perl eine... Den Teil habe ich nicht mitbekommen. Und es sollen sich bitte Perl-Entwickler bei ihm melden. Nur kurz zu Perl 6. Also das hier ist nur über Perl 5. Also Perl 6 kam erst vor ein paar Tagen raus. Und erst von dem, was
Von dem, was ich gesehen habe, Perl 6 sieht danach aus, dass als wäre er so zwischen C und C++. Es hat zwar denselben Namen, aber es ist auf jeden Fall unterschiedlich und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr mit Perl 6 dann hier. Jerd will wissen, natürlich hat er sehr viel über CGI geredet. Wie er weiß, wurde das schon von dem Perl Repository entfernt, vom Talk letzten Jahr. Und er will jetzt wissen, ob es dafür Ersatz gibt. Keine Ahnung, ich habe das noch nicht nachgeschaut. Ich habe CGI PM genommen, weil es das meist benutzt ist, also bis heute. Und ich habe Catalyst benutzt. Ich habe nicht die neuesten Module genommen, sondern ich habe nur die meist benutzten genommen zum Anschauen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wenn man sich sowas anschaut. And over to one, please. Hi. Hallo. Part of the Perl Community. Sie ist ein Teil der Perl Community. Hi. Hey. Sie hat jetzt mit Perl 5 angefangen. Didn't you, Hast du nicht zugehört? Sie benutzen Perl für fast jedes Modul, das Sie auf Arbeit haben, und es funktioniert prächtig. Sie weiß nicht, warum er denkt, dass Perl schlecht ist und warum er es angreift. Jede Sprache, die man sich raussuchen kann, hat Probleme, aber das meint nicht, dass man sie abschaffen sollte, dass sie sterben muss. Sie versteht es nicht, warum er das macht. Da hast du recht, natürlich. Also du hast da vollkommen recht. Jede Sprache, also eine Sprache sollte nicht sterben, sondern es sollte verbessert werden. PHP wurde kritisiert und hat sich verbessert. Warum sollte das nicht mit Perl passieren? Why don't improve the language? Also warum sollte man die Sprache nicht verbessern? Benutze nicht in eurer Arbeit, es ist echt gefährlich. Then we're gonna jump over to five, please. Hi. Hallo. I'm not a Perl developer, but er ist kein Perl-Entwickler, aber er benutzt sehr viel Ruby und Python und er will wissen, ob es limitiert ist, dass diese ganzen Sachen jetzt nur zu Perl zutreffen oder zu allen dynamischen Sprachen. Wie ich gesagt habe in den ersten paar Folien, ein paar dieser Sachen treffen auch auf Python zu, speziell, wo man nicht angeben kann, was für Datatypen der Funktion bekommen. Aber was einzigartig an Perl ist, dass man unterschiedlichen Code für verschiedene Datentypen in derselben Funktion schreibt. Das kann man zwar in jeder Programmiersprache, aber das ist sehr, sehr normal in Perl, und dass man davon ausgeht, dass Hashes sicher sind. Und das ist zum Beispiel nur ein Problem in Perl. Hi. Hast du gesagt... Hast du öfters was gesagt beim Vorbereiten des Talks oder beim Halten? Did you say it more while preparing it or hast du es mehr während dem Vorbereiten gesagt oder während du es gehalten hast? Wow. What? Yeah. Okay, do we have another from the internet? Haben wir noch einen aus dem Internet? Does your exploit also work in tainted? Funktioniert dein Exploit auch in tainted node? No, it doesn't. Nee, es funktioniert nicht. And another one. Is there any Perl obfuscated code exploits like this? Gibt es irgendein Perl obfuscated code für Catalyst oder den anderen CGI-Parameter? Er hat keine Ahnung. Ich habe vielleicht. Ich habe das natürlich nicht in jedem Modul gecheckt, aber auf dem CGI-PM hat das funktioniert. Also vielleicht gibt es im Internet mehr Exploits. Also ich weiß, dass man das kann.
Thank you. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you.